Also, liebe Freunde, heute hat die eigene Tor über Fukushima zu reden, aber ich habe heute zwei deutschen Freunden, Kollegen. Und ich stelle euch zuerst meinen Freund Joso, Publizist Wilhelm Schmidt. Nur kurz. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Für mich, das ist eine neue Erfahrung. Ich habe noch niemals mit einem Megafon gesprochen. Aber ich war schon mal auf einer Demonstration gegen Atomkraft. Vor 40 Jahren. Und es waren ungefähr so wenige Menschen wie jetzt hier. Aber Sie wissen, was ist geworden seit 40 Jahren. Etwas hat sich geändert. Und in Japan wird das ganz genauso sein. Aber ganz wichtig ist, wir müssen diesen Kampf mit Argumenten gewinnen. Welche Argumente? Viele Argumente kennen Sie schon. Aber ein ganz wichtiges Argument ist, es ist nicht nur ein Problem, dass Atomkraftwerke explodieren können. Das geschieht nur alle 20 Jahre. Aber das sehr große Problem ist, Atomkraft, die Radioaktivität bleibt für 10.000 Jahre. Auch wenn sie gut funktioniert, auch wenn alles friedlich ist, für 10.000 Jahre haben wir dieses Problem. Japan hat kein Endlager für Atomkraft. Deutschland auch nicht. Und es gibt auch niemals ein Endlager. Es gibt keinen Ort der Welt, der für 10.000 Jahre sicher ist. Und ich möchte noch ein zweites Argument nennen. Japan ist eine moderne Gesellschaft, wie Deutschland auch. Eine moderne Gesellschaft braucht Kreativität und Innovation und neue Technik. Aber wir wissen aus Erfahrung in Deutschland, die Atomindustrie ist gegen Kreativität, gegen Innovation, gegen neue Technik. Und das bedeutet Stillstand für eine moderne Gesellschaft. Und das ist verheerend. Wir haben uns in Deutschland davon gelöst. Und ich hoffe, dass auch die japanischen Freunde sich davon lösen können für die Zukunft von Japan. Die ist abhängig davon, dass sie sich verabschieden von der Atomkraft. Danke. Thank you.
Danke, Wilhelm. Zwei Freundinnen und gleichzeitig meine Kollegen aus Leipzig. Frau Richter, Sie leitet momentan nicht nur Leipziger Japanologie, sondern auch das sogenannte Fukushima-Projekt. Sie hat in Deutschland ganz wenige Deutschen, die sich ganz ernst mit diesem Thema Fukushima auseinandersetzt. Ich stelle euch auch meine Kollegin Frau Richter. Bitte schön. Und zwar aus dem Grund, weil wir die Vielfalt der Stimmen, vor allen Dingen auch der entstehenden Proteststimmen in Japan, auch hier in Deutschland bekannt machen wollten. Das heißt, Texte übersetzen von Aktivisten, auch von Pro-Atom-Menschen, um, wie gesagt, die Vielfalt vorzustellen. Das ist das eine Ziel. Also wenn Sie so wollen, ein Stück Aufklärung, Argumente, auch aus Japan. Ein anderes Motiv, das für mich inzwischen ganz, ganz wichtig geworden ist, ist die Tatsache, dass wir durch diese ständige Auseinandersetzung eine gewisse Permanenz, eine Dauer schaffen wollten, wenigstens unter den Studierenden in Leipzig und vielleicht auch darüber hinaus. Das heißt, die Studierenden dazu zu bringen, dass das nicht einfach nur mal ein Thema ist, was dann irgendwann wieder vergessen werden kann, sondern so wie die Radioaktivität sich über Jahre, Jahrzehnte halten wird, irgendwie ein Stück Dauer zu schaffen. Und jetzt wollte ich an dieser Stelle eigentlich Ihnen eine Art Ballade von Brecht vortragen, und zwar das Gleichnis des Buddha. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, mit dem brennenden Haus. Das ist ein Gleichnis, das ich das letzte Mal gehört habe von Käthe Reichel, eine ganz bekannte Schauspielerin, die auch immer bis zu ihrem Lebensende aktiv war. Das ist aber einfach zu lang. Ich möchte deswegen Sie verweisen oder Sie bitten, schauen Sie mal im Netz nach, lesen Sie sich das mal durch. Man kann mit diesem Gleichnis des Buddha mit dem brennenden Haus sehr, sehr gut auch verstehen, was in Fukushima, was in Japan passiert. Apropos Netz, ich komme wieder auf das Thema zurück. Man kann im Netz so viele Informationen finden. Aber wenn wir sozusagen an dem Thema nicht dranbleiben, dann nützen uns diese Informationen auch nichts. Und wir wollten eben mit der Initiative ein Stück Wissen schaffen. Ein Stück Wissen schaffen, um diese Themen, die eben, wie gesagt, sehr schnell durch den Alltag wieder aus unseren Köpfen davon eilen. Und noch eins möchte ich sagen. Hören wir endlich auf, von den Japanern zu sprechen. Alleine die Tatsache, dass, wie unser Freund und Philosoph Karatani Kojin immer wieder sagt, AKW spaltet, Radioaktivität spaltet. Schon das allein verbietet, von den Japanern zu sprechen. Aber wer ein wenig genauer hinschaut und eben an diesen Themen dranbleibt, an diesen Problemen dranbleibt, der weiß inzwischen, dass es so viele Stimmen gibt und dass wir auf alle Stimmen hören müssen. Auch auf die Stimmen, die in Fukushima bleiben, weil sie gar nicht weggehen können. Aber auch auf die Stimmen, die weggehen können und dann damit, alleine damit etwas bewirken, nämlich inzwischen gibt es sogar die Redeweise, aus Fukushima weggehen ist eine Art Widerstand. Ja, und in diesem Sinne möchte ich wirklich an uns wenige hier, aber wir haben ja gehört, so hat es einst auch hier angefangen, appellieren, bleiben wir dran, machen wir dieses Thema, so schlimm und so traurig es auch ist, machen wir es zu unserem Alltag. Das sind wir uns und auch den Geschädigten in Japan, denke ich, schuldig.
Danke, Steffi. Also, mein Anteil zu 5 Minuten. Es lohnt sich nicht mehr, über Atomkraft und Fukushima-Situation zu erzählen. Und stattdessen möchte ich eine andere Idee etwas äußern. Es ist kalt. Also wir müssen nicht nur geistig, auch körperlich etwas warmer machen. Mein Vorschlag wäre, mit euch zusammen, wir haben schon ein bisschen, ein Stück geübt, sogenannte Sprechchor. Übrigens, Japanisch gibt es auch Sprechchor, ob Japaner schon kennt. Das ist eigentlich ein deutsches Wort. Und wir sagen Sprechchor. Und ich war letztes Jahr in Tokio, zweimal Demonstration. Und dabei habe ich auch viele Slogans oder Losungen und so weiter gelernt. Aber es ist zu lang. Und ich möchte heute mit euch, nicht nur Japaner, sondern auch mit Deutschen zusammen, einige ganz, ganz kleine Texte, also Losungen, zusammen sprechen. Zuerst, wir haben schon ein bisschen gehört, Genpatsu Hantai. Genpatsu bedeutet AKW, abgekürzte Form, Atomkraftwerk, AKW, Genpatsu. Okay? Hantai ist gegen, beziehungsweise anti. Also Genpatsu Hantai. Das habt ihr gehört. Ja? Okay. Beide zusammen, zunächst ich spreche Genpatsu Hantai, dann sprecht bitte mir nach, okay? Japaner müssen ein Beispiel zeigen. Okay, Genpatsu Hantai! Genpatsu Hantai! Shizen bedeutet Natur. Kaese gibt uns zurück. Shizen, O ist ein Partikel, grammatisch erklärt. O ist Akkusativ, ja? Okay? Shizen wo mamore, Shizen wo kaese gibt uns zurück die Natur. Okay? Shizen wo kaese. So, Shizen wo kaese! Dritter Satz für unsere Zukunft, sehr wichtig, Kodomo ist Kinder. Kodomo o, wiederum o, Akkusativ o, ja. Kodomo o, mamoru, schützen, aber Imperativ, okay. Kodomo o mamore, verstanden? Kodomo o mamore. Kodomo mamore. So, jetzt sehr schwierig. 3 Sätze durch. Okay? Genpatsu Hantai. Shizen wo kaese. Genpatsu hantai. Shizen wo kaese.
Kodomo Momore! Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, etwas unzufrieden. Aber mach's nicht. Wir müssen sowieso ewig fortsetzen. Diese Protestaktion dauert ewig. Leider ewig. Und währenddessen könnt ihr euch genug üben und vielleicht deutsche Version und nächstes Mal solidarisch mit Japan oder heute hat stattgefunden in Tokio, Fukushima, überall in Japan, nicht nur in Japan, sondern in der ganzen Welt findet heute internationale Aktion überhaupt. Ja, und das heißt, wir machen weiter. Und sogar ewig. Mindestens nach unserem Tod müssen alle Menschheit weiter fortsetzen. Deswegen diese Losungen bleiben ewig und müssen ewig bleiben. So, vielen Dank. Bis zum nächsten. それでは最後にみんなで、ふるさとを歌いたいと思います。ください。Thank you.
主催者です、今日は寒い中皆さんがお越しいただいたおかげで、日本の原発デモにリンクしたいというそういう思いでこの、原発デモを立ち上げたのですが皆さんのおかげで今日はこうなんとか形にすることができました、反原発運動は今日明日には終わる問題じゃなくドイツでも長くかかったように日本でもこれからずっと何十年も続けていかなきゃいけないと思うんですですが、私はこう苦しみ抜いて運動するんではなくてみんなで普段日常から活動し続けてどちらかというと楽しい未来、明るい未来誰も命の心配をしなくていい誰も子供の健康のことを考えなくていいそういう未来を考えながら楽しみながらというとおかしいですけど楽しみながらこう反原発運動を長く続けていっていただきたいと思います今日は校内たくさんの人に集まっていただいてありがとうございますもう言いたいことは全部言ってしまったんですけれどもやはりこれからもたくさんの人みんなで一緒に反原発の声をベルリンから上げていきたいと思いますで今日は本当に皆さんありがとうございましたそうまだ署名を集めているので署名をまだしていない方はぜひ署名をしてくださいよろしくお願いします Thank you so much for coming today and supporting the Sayonara Nukes Berlin first action. As they said, they were saying that we will like to continue with this and to make any action takes a long time as it did in Berlin. And it's not something that happens overnight and it's a changing of the people's minds overall. So instead of struggling through this, we would like to make this kind of an enjoyable way of life to keep saying what you believe in and to keep having actions towards a brighter, safer future. And for that, we must keep on the fight and to work as a group. And we will continue with events. Actually, we're talking of doing an event in the summer, so you don't have to be so cold out here. And with more performances, maybe food vendors, and thinking of almost a festival kind of situation. So keep connected to us, and let's make this movement so big around the world that Japan has no choice but to change. Thank you. Und nochmal auf Deutsch. Also, danke schön, dass ihr alle gekommen seid. Das war die erste Aktion der Sayonara Berlin. Also, herzlichen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Es ist ja auch wieder Winter. Und also, wie gesagt, das war die erste Aktion. Wir werden noch zahlreiche andere Aktionen machen. Und wir werden gegen Atomkraft lange noch fit sein und gegen Atomkraft kämpfen. Und das ist sicher nicht, das wird sicher nicht morgen enden. Deshalb lasst uns alle zusammen, auch das nächste Mal zusammen wieder uns treffen. Egal wo, macht immer irgendwas mit, ob es jetzt in Japan ist, in einem anderen Land. Informiert euch, wo dort eine Sayonara Nukes Aktion organisiert wird oder gegen Atomkraft irgendwas. Und ja, also nochmal Dankeschön. Tschüss. Im Sommer werden wir auch wieder eine Aktion machen. Steht schon fest. 夏もお祭り形式みたいな感じでイベントを企画するので、ぜひウェブサイトをチェックしてください。本当に今日はありがとうございました。カズマグレンでした。Wir haben hier noch Badge zu verkaufen. Das sind alle Spenden, die werden dann genutzt für die nächsten Aktionen, Strom oder alles Mögliche, was da für Spenden aufkommen. Und wir sammeln Unterschriften. Also wer eine Unterschrift geben will, danke schön. So, wir machen eine japanische Tradition für Endung für ein Event.
das heißt Ipponjime. So ich gehe yo and pop, we clap together, yeah? Ready? We do one practice, okay? Yo! Okay. Wow, that was so good. So now we do it twice as much energy to end this and to keep going on, okay? Ready? Yo! ありがとうございました。